Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger mit am Start. Ja. Tati, Chong und Barisch irgendwo. Wir haben schon ein bisschen hier im Stream drüber gequatscht über die Einnahmen, Finanzen, weil Barisch hat groß angekündigt, dass er das alles euch erzählen wird, aufdecken wird. Alle, die im Stream sind, wissen es jetzt. Euch wird das noch erzählt. Hallo YouTube, was geht? Aber davor haben wir uns erstmal saftig, wirklich richtig saftig, glaube ich, Burger geholt. Ich glaube, das ist ein richtig krass, Mann. Keine Ahnung, was das ist. Das ist deiner? Dann habe ich hier. Das ist meiner, Leute. Irgendwas ist meiner. Freunde, mal ohne Witz, der Burger ist richtig fett, Mann. Ja. Richtig fett. Und wir werden ihn selten. Egal. Was los? Alle Teile über die Nase gekommen. Ist ein scharfer Chip, oder? Und Tati, Hong. Wie schmeckt? Hammer. Sehr gut. Für Lieferdienst echt mal was Geiles, oder? Für Lieferdienst. Also, ja, immer ich sehe schon mal. Ich wurde umgeklärt. Also, ja, Mann. Mega geil. Die Kartoffeln auch echt kunstig, Mann. Ja, ja. Die Kartoffeln sind echt krass. Ja, ich will noch nicht testen. Wo kann ich denn hinter? Komm her. Warte. Ja, übernimm den Chat, während wir essen. Ja, stimmt. Ich übernehme den Chat. Wir haben eh viele Fragen an dich. Aber. Haut raus, Leute. Jungs, ganz ehrlich, Burger war immer noch so krass, Mann. Das ist richtig. Oh ja, wir haben gerade saftig gegessen. Wie war der Burger? Mega gut, Mann, ohne Scheiß. Schon, gell? Wirklich zu empfehlen, also wirklich sehr, sehr guter Burger. Gute Portion. Wie hieß der Laden überhaupt? Mai Stolz. Mai Stolz. Oder? Mai Stolz Burger Boss. Okay. Ja, echt lecker, wirklich. Saftig, geile. Saftig. Geile Beilagen drauf. Geile Ambiente, schöne Toilette. Ich bin begeistert von den Kartoffeln, die waren noch so heftig. Ja. Also geil, die haben auch eine richtig geile Kellnerin, Mann. Ist also die Sache ist die, dass du. Bei Kartoffeln, die jetzt zum Liefern sind, dass sie meistens immer so Matsche werden. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist ein guter, also das war schon ein Fertigprodukt auf jeden Fall, aber es ist eine gute Qualität, die lange crispy bleiben. Um das geht es halt einfach. Und der macht sich halt schon seine Gedanken, ja, und macht halt was Gutes draus. Oder? Richtig geil. Oh, Alter, das ist auch dick. Immer noch geil, Mann. Auf jeden Fall. Was geht ab, Bagisch? Erzähl mal den YouTube-Leuten, du hast jetzt im Livestream ein bisschen was erzählt. Ja. Was willst du YouTube erzählen, was willst du YouTube nicht erzählen? Ich habe ausgepackt, Leute. Ich sag euch einfach direkt Zahlen, Daten, Fakten. Ich verdiene 20%, was Loredana im Jahr verdient. Endskrank. Warum ich das sag? Ich habe einfach so YouTube manchmal schaue ich so, ich habe was zum Abschalten gebraucht. Ja. Da schaue ich mal ein paar Videos und da kam halt Loredana. Da ging es um Charakter. Ich wollte mal ihren Charakter sehen, wie sie in Interviews ist. Auf einmal kam so, ja, sie verdient 1,5 Millionen pro Jahr. Okay. Gibt's was gar nichts. Ich dachte eigentlich viel mehr, aber sie ist erst seit 2-3 Jahren im Rap-Game, gell? Dann dachte ich mir, einmal rechne ich halt aus, weil ich habe nie auf Jahr gerechnet. Achso, okay. Weil ich habe beim monatlich Zittern angefangen, was? Das ist echt wenig, Mann. Was wenig? 1, irgendwas Millionen. Aber sie ist erst seit 2-3 Jahren im Rap-Game. Das ist scheißegal. Nee, bei ihr ist Tendenz steigend, auf jeden Fall. Tendenz steigend. Egal. Ja, ja. Egal, scheiß auf Loge, Daniel, erzähl weiter. Dann dachte ich mir, ich rechne auch mal hoch. Wo ich monatlich gerechnet habe, habe ich echt, Leute, ich habe Panzertan bekommen. Keine Ahnung, irgendwas, komische Emotionen noch in mir. Ja. Dann habe ich gar nicht auf Jahr gerechnet, weil das macht man eigentlich auch. Wie viel verdient man pro Jahr, wenn du privatier oder selbstständig bist, dich um deine Buchhaltung kümmerst. Und dann habe ich gerechnet und habe ich geschaut, das waren 19,2% oder so von Loredana. Das waren 250.000, 280.000. Es schwankt halt stark. Ja. Ja, und das ist halt komplett durch die Decke gegangen, alles. Ich habe Augenringe, ich schlafe schlecht und so weiter. Wie bist du zu Bitcoin gekommen? Alter, wie bin ich zu Bitcoin gekommen? Krass. Also ich hatte schon mal gehört, 2016, da dachte ich mir, Alter, Bitcoin, es gibt ein Internetgeld, man kauft damit Drogen. Ich so, Alter, klingt logisch. Internetgeld, weil Bank nicht kontrolliert, klingt's logisch. Da habe ich den Preis geschaut, war irgendwie bei $600 oder 612 oh oder so. Oh mein Gott. Und dann ich so, Baba, leih mir Geld, ich kaufe mir das. Aber ich habe ihm nicht gesagt natürlich, dass die Leute dann Drogen kaufen. Aber ich wusste, der Trend geht in Richtung, es werden mehr Drogen konsumiert. Ich war komplett clean damals. Und dann hat er mir nicht gegeben, okay, dann war das Thema erledigt. Ich hatte kein Geld, komplett pleite. 2018 kam mein Freund Boggy, Anfang Januar. Hey, schau mal, man kann Trading, YouTube, ich habe dies, das gesehen, Krypto. Habe ich es mir angeschaut. Hä, was ist das? Oh, der Bitcoin. Nee. Das war doch 2016 bei $600. Leute, ich schaue Bitcoin, ich schaue auf Chat, ich sehe eins Bitcoin, das B. Was war? Oh mein Gott, das waren diese 19.900, wo es war. Mhm. Weil ich habe geschaut,
Ich war gerade, wo es am Runterkommen war. Ich so, oh mein Gott, das Gefühl war so krass. Warum ich mich nicht informiert habe. Weil es muss einen Grund haben, warum es so stark gestiegen ist. Ja. Unmenschlich stark. Weil ich weiß, wie viel Prozent der Aktien pro Jahr ungefähr geben. Krass. Und dann schaue ich mir das an. Oh, der dezentrale Andreas Antonopoulos. Bam, bam, bam. Und dann war ich komplett in der Welt. Da war ich komplett abgetaucht. Okay, passt. Nächste Frage. Wie viel Bitcoin hast du jetzt? Circa 2,6 waren das. Oder was habe ich vorhin gesagt? 2,5? Ja, hast du ist halt ungefähr, schwankend. Ja. Weil ich Anteile von einer Dex habe. Deswegen kann es da schwanken. Und wie viel Geld machst du jetzt monatlich? Also wie gesagt, in Euro umgerechnet. In und das Euro kann ich halt machen. Ja. Sehr liquide. Das geht wirklich zack, zack, zack. Sehr schnell. Über 20.000 wären das ja tatsächlich. Wie fühlt sich das so an? Ja, krass. Das ist halt... Leute, ich habe halt letztes Jahr noch Regale aufgefüllt bei Aldi. Aber das habe ich gemacht, um meine Kosten zu decken und Ausdauersport. Ich war echt dann fit bei Aldi. Es war körperlich heftig. Und jetzt auf einmal ist es das 20-fache Monat. Passiv mit weniger Steuern. Ist schon krass. Ich bin halt komplett unerfahren. Ich muss alles neu lernen und so. Krankenversicherung, bam, 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 wie das abläuft. Aber ja, ich fühle mich freier. Darum ging es mir. Einfach diese Freiheit. Also ich weiß noch, wir hatten ein Turnier in Berlin. Barisch ist einen Tag vor uns gefahren. Und er hatte kein Geld für Hotel. Und ja, er hat eine Nacht in Berlin ohne Hotel geschlafen, also auf der Straße. Ja. Oh mein Gott, wie der Wagen schon letztes. Wie windig und kalt es war, oh mein Gott, scheiße. Und jetzt am Wochenende wollte er einfach nur einfach so ein Hotelzimmer mieten, damit wir ein Video drehen können. So haben sich die Zeiten geändert. Heute perfekte Anleitung, ja, Mann, krass. Ja. Ja, Mann, das weiß ich auch noch, Mann. Barisch kein Geld für Meter. Der Bullo, oder? Ja, Mann, ich war so pleite, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Alternativen so. Boah, was ich echt raten kann, boah, das war hart, Leute. Ich habe am Anfang so viel Gegenwind bekommen. Ich habe meine Ziele erklärt, das mit Kredit, ich habe Finanzen gecheckt, bla bla bla. Ich habe mich reingefreakt, Bücher gelesen. Ah, die haben mir nicht geglaubt, einige haben mich sogar ausgelacht. Ich habe denen empfohlen. Beleidigt. Oh mein Gott, beleidigt und so, das ist so krass, Leute. Und ich habe wirklich nur 100% positiv gemeint. Man kann halt auch damit Geld machen, aber es geht um was viel Wichtigeres, damit ihr eure Arbeitsleistung nicht verliert, eure Arbeitsenergie. Geld ist die Währung dafür. Weil die so viel drucken, verliert es an Kaufkraft. Dann merkt ihr, Alter, die Preise sind ja gestiegen. Die müssen mit den Preisen hoch. Die verändern den Maßstab. Es geht darum, dass ihr eure Arbeitsenergie nicht verliert. Was kannst du den Leuten jetzt für Tipps geben, wenn sie anfangen wollen? Wenn sie sehen, boah, bei uns läuft es so krass, ich will auch... Genau, Leute, ihr könnt vieles falsch machen, also wirklich, wenn ihr keine Ahnung habt, der Krypto-Dschungel, Alter, da kann man so schnell Geld verlieren, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da gibt's keine wirklichen Absicherungen, ihr vertraut der Mathematik-Code und so. Also ich würde mich wirklich informieren, was ist Geld? Und wer das verstanden hat, der weiß, dass Bitcoin überkrasse Eigenschaften hat. Darum geht's. Wenn du verstanden hast, was Geld ist, wirst du definitiv, wenn du dann Bitcoin noch recherchierst, unglaublich, das wird ein unvergesslicher Moment sein. Es gibt eine Zeit vor Bitcoin und eine Zeit nach Bitcoin. Manche sind schon dort, manche noch nicht. Wir haben mal ein Real Talk Video gemacht, das war noch am Anfang unserer Real Talk Videos. Da ging es darum, mit wie viel Geld ist man im Monat zufrieden. Ja, ja, gell? Weißt du, wie wir noch damals, ja, über, wir dachten, es passiert erst in 5 Jahren oder so, in 2023 und so. Ja, wie wir da noch vorsichtig die Wahrscheinlichkeiten durchgegangen sind. Also schon krass, ja. Sehr interessant, sehr interessant. Sonntags. Gerade eine interessante Frage im Livestream-Chat, da mache ich direkt für YouTube. Viele interessiert das jetzt natürlich, die wollen nachmachen und so. Hast du vor, da so ein Tutorial, einen Guide zu machen? Hey Jungs, Step 1, Bitwaller, richtet euch das an und so. Ja, würde ich echt gerne machen. Würde ich wirklich gerne machen, aber ich bin wirklich, ich brauche wirklich Urlaub, Pause von dir. Ich werde ganz bombardiert, Familie, Chat und so. Aber Sascha, ein Kollege aus der Community, mega cool, Xeno, der macht da so einen Guide und ich soll ihm nur sagen, was und dann richtet er das ein. Ich schaue dann vielleicht mal drüber. Also schon mega coole Idee und das wird sehr wahrscheinlich kommen. Ich kann nur nicht sagen, ob ich mich jetzt rein freak oder so. Natürlich. Wenn es kommt, dann mache ich es halt sehr gut. Da wird kein Billig-Shit kommen. Genau, so ist es, Leute. Weil viele jetzt natürlich auch mit, wie interessanter das wird, desto mehr Fragen kommen jetzt immer rein. Und auch viele Leute, die dann sauer sind, dass wir nicht alles genau gerade erklären. Ja, aber ja, das Problem ist, Leute, ich sag's euch ehrlich, ihr seid ein bisschen, nicht alle angesprochen, ihr seid ein bisschen zu preisgetrieben. Das ist dann gefährlich. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen.